Also Geld, also da können folgende Faktoren auch stören. Umgebung für Menschen können stören, aber es sind immer Zeichen. Also wenn du jetzt zum Beispiel aufschreibst fünf Namen, also fünf Namen von deiner besten Freundin, einfach mal aufschreiben und Verdienst, was sie haben, falls man das weiß, dann tut man Addition, also addiere alles und teile das durch fünf. Das ist meistens dein Umsatz. Also heißt eigentlich, lieber reichere Freunde haben, die vielleicht nicht darüber sprechen. Da hast du mehr davon, weil dein Fluss vom Geld auch aktiviert wird. Ich muss immer wieder lachen, in der Schweiz ist zum Beispiel jeder fünfte Millionär. Also wenn man sagt, eins, zwei, drei, aber einmal, wo ich in der Wohnung nur gelebt habe, habe ich gesagt, okay, erste Haus, zweite, dritte, fünfte Millionär. Und dann weiterhin gezählt, oder? Aber interessant ist, man sieht es nicht hier so, es wird nie gezeigt. Also, du kannst letzten Penner da treffen, der ist vielleicht Multimillionär, aber der hat ganz normale Klamotten und zeigt das nicht. Also, es ist auch ein Gesetz, behalte dein Glück für dich. Also, plaudere nicht zu viel, dann bleibt es auch bei dir. Das ist auch das, was zum Geld gehört. Und da haben wir auch noch eine Übung. Das könntet ihr eigentlich immer wieder probieren. Also, ich habe das ja öfter gemacht. Alleine die Gedanken, alleine die Motivation macht viel aus. Das ist der sogenannte Zustand vom Reichtum. Geh einfach in die Stadt und stell dir vor, du hast in der Tasche 50.000 Euro auszugeben. Für heute, für sofort. Und schau, wie die Menschen auf dich reagieren. Du gehst ins Geschäft zum Beispiel, denk aber, ich habe 50.000. Du wirst staunen. Weil diese Energie, die wird auch bemerkt von anderen. Du wirst wie König behandelt sozusagen. Andere Menschen merken sofort, dass du reich bist. Also reich am Wissen, reich am Geld. Aber das ist eine interessante Übung, also eigentlich aus der Telekinese sozusagen, was Geld anzieht. Das sind die richtigen Gedanken. Ich kann mir das leisten. Alles liegt in meiner Hand. Das Geld fällt mir zu. Geld liebt mich. Ich bin der Beste. Es wird mir immer mehr Geld zur Verfügung stehen oder das Geld gehört zu mir. Das sind die richtigen Muster. Ein reicher Mensch besitzt allerdings nicht nur das Geld, sondern das Erste, was wichtig ist, ist das Zuhause, Familie, Gesundheit. Geld steht auf der vierten Stelle. Das heißt, wenn du die ersten drei Sachen hast, dann kommt Geld und Job von alleine. Also das heißt eigentlich, es ist wie eine Pyramide aufgebaut. Zuhause und Familie und Gesundheit sind die wichtigsten Warenschätze, was wir haben.